Willkommen zu Nalidees erstem Tutorial über Medieval Dynasty. Anders als an anderen Tutorials ist, dass ich euch zeige, wie ihr relativ schnell einen kleinen Ort aufbaut. Zu Beginn solltet ihr nicht gleich aufs Spiel starten gehen, wie ich gerade hier, sondern ihr solltet die Spieleinstellungen nutzen, um zum Beispiel die Tage länger zu stellen. Ihr habt gerade gesehen, da war schon ein Baby, das habe ich schon im ersten Jahr erreicht. Und nach 2 Jahren ist schon ein kleines Dorf entstanden, eine Siedlung mit 20 Arbeitern, 32 Gebäuden und ich zeige euch gleich, wie ihr da hinkommen könnt. Aber fangen wir vorne an. Meine Figur hat jetzt die allerersten kleinen Quests gelöst, soll jetzt gerade noch ein Feuer irgendwo hinbauen, damit wir etwas grillen können. So. Da ist der Ort markiert, an dem ich gerade bin, und außerhalb der roten Grenzen kann ich ein Feuer bauen. Ich rufe mit Q das Menü auf, gehe auf das Feuer und drücke R, um es freizuschalten. Jetzt sehe ich eine rote Markierung. Überall da, wo es rot anzeigt, wird ja auch im Text erwähnt, kann ich nicht bauen. Es sollte gleich grün werden, dann habe ich die Dorfgrenze erreicht und dann kann ich das Feuer hinbauen, wo ich möchte. So, mit einer Fackel entzünde ich es jetzt. Praktisch ist, dass ihr eigentlich auch immer die Buchstaben seht, die ihr verwenden könnt, um etwas schnell anzuwählen. Bei mir ist es in der Regel eine Mischung zwischen Tasten und Maus, die ich nutze, aber das kann jeder für sich selber rausbekommen. Während meine Figur jetzt ihr Fleisch grillt, grundsätzlich die Idee dahinter, warum ihr am Anfang relativ schnell einen Ort aufbauen solltet, anstatt wie in anderen Tutorials erwähnt, langsam alles angehen zu lassen. Die Idee dahinter ist, dass ihr nach 2 Jahren so selbstständig sein könnt, dass ihr in Ruhe Quests lösen und die Karte erkunden könnt. Und völlig egal, ob ihr Solo spielt, wie ich hier gerade, oder im Koop-Mode, achtet auf die Texte. Ein gutes Beispiel ist der Text hier am Anfang. Ich klicke jetzt natürlich mal ein bisschen schneller weiter, aber den wichtigsten Text, den werde ich euch gleich markieren. Denn da wird dann auf eine Kiste hingewiesen, da wart ihr vielleicht schon mal. Und in dieser Kiste liegt etwas verborgen, was euch sehr nützlich sein kann. Gerade am Anfang, wenn einem alle möglichen Ressourcen noch fehlen, man kaum Geld hat, dann sollte man sich das hier merken. Zu dieser Kiste gehen wir auch gleich, wenn das Gespräch hier beendet ist. Und dann zeige ich euch, was ich in der Regel davon überhaupt behalte und was ich alles gleich auf dem Markt umsetze, um damit Geld zu machen und nötige Sachen zu kaufen, die einem am Anfang noch besser helfen als die Sachen, die in der Kiste stecken. Also auf zur Kiste. Ich versuche hier nicht zu viel zu spoilern, aber ich denke mal, das sind die Anfangsquests, die hat jeder und wie man sie löst, werde ich sowieso nicht verraten. Also wir haben hier eine ganze Menge Bögen, wir haben Pfeile, wir haben Hämmer, vieles aus Kupfer, das ist natürlich praktisch, das nutze ich nicht so schnell ab, aber es bringt auch viel Geld. Und gerade am Anfang würde ich die meisten Kupfersachen ehrlich gesagt verkaufen, um davon neue Sachen anzuschaffen. Was ganz nützlich ist, mag der Eimer sein. Der ist zwar nicht so leicht, aber da hat man zumindest zu trinken dabei. Und ich nehme jetzt hier erstmal die Sachen mit, die ich verkaufen möchte, die ich definitiv verkaufen möchte. Ja, die Steinsachen kann man sich überlegen. Die sind nicht sehr viel wert. Die kann man auch schnell selber bauen. Tränke brauchen wir zum Teil. Den Temperaturtrank, den habe ich jetzt mal mit eingesteckt. Ein Heiltrank sollte man vielleicht mal behalten. So, die Axt nehmen wir auch noch mit. Und die anderen Sachen lasse ich mal weitgehend. Verkaufen kann man sie immer noch. Also auf zum Markt. Bisschen langsam natürlich jetzt, weil ich überladen bin. Könnt ihr übrigens links unten sehr gut sehen, wie viel ihr überladen seid. Wenn der Anzeiger am Anschlag ist, dann bewegt sich eure Figur gar nicht mehr. Das sollte man besser nicht riskieren. Hier im Ort ist natürlich relativ gefahrlos laufen. Da kann man auch langsam gehen. So, als allererstes verkaufe ich natürlich jetzt ein paar Sachen, um erstmal Geld zu bekommen. Ich bin allerdings nicht umsonst zu dieser Händlerin gegangen, weil bei der und ein, zwei anderen werde ich auch gleich noch ein paar Sachen kaufen, die nützlich sind. Vielleicht kurz ein paar Randbedingungen. In diesem Spiel spiele ich mit 14 Tagen. Ich würde Anfängern sogar dazu raten, wenn sie Oxbow spielen, dass sie vielleicht 30 Tage einstellen. Man kann ja die Jahreszeit überspringen. Also wenn man dann wirklich meint, man hätte alles fertig erledigt, dann geht man auf Jahreszeit
überspringen, wenn man abends ins Bett geht. Also wenn man sein eigenes Haus hat natürlich. Aber das werden wir in Kürze gebaut haben und dann ist das kein Problem mehr. So, als erstes kaufen wir uns mal einen schönen Rucksack. Am besten gleich den großen Rucksack. Und auch die Gürteltasche ist sehr nützlich. Da würde ich natürlich auch gleich die große Gürteltasche empfehlen. Hängt natürlich von dem Geld ab, was man hat, wie ihr hier merkt. Also man sollte sich gut überlegen, was man davon überhaupt kauft. Und was am Anfang auch sehr nützlich sein kann, ist natürlich das Waffenarsenal, was man sich zulegt. Doch ich gehe erstmal zur Kiste zurück, um den ganzen Rest zu holen. Denn ich habe ja jetzt meinen Rucksack, auch wenn ich ihn noch nicht auf habe. Aktiviere ich gleich noch. Dann kann ich alles schön einpacken, was in der Kiste drin ist. Also ins Inventar, Doppelklick oder aktivieren mit dem Buchstaben entsprechend. Und der Rucksack ist aufgesetzt. Und jetzt kann ich den ganzen Rest da einpacken. Und habe alles dabei, was wir jetzt am Anfang da als kleine Goodies erhalten hatten. So, schauen wir nochmal auf den Markt, was wir mit unserem Restgeld so machen können. Waffenhändlerin hatte ich ja schon erwähnt. How can I help you? Ich persönlich muss sagen, mit dem Bogen komme ich nicht so gut zurecht. Es geht, ja, Gewöhnungssache. Der eine oder andere spielt lieber mit dem Bogen, wie ich weiß. Aber mir ist die Armbrust ehrlich gesagt lieber. Deshalb versuche ich am Anfang immer möglichst schnell eine Armbrust zu bekommen. Die hat natürlich auch deutlich höhere Werte, ist ein bisschen zielsicherer. Aber erstmal muss man sehen, dass man natürlich genug Geld hat. Also genau überlegen, was verkauft man vielleicht noch, was behält man. Temperaturtrank ist am Anfang noch nicht so nötig. Kann man später auch brauen. Ja, für den Bogen gibt es nicht ganz so viel. Aber eigentlich sollte jetzt schon eine Armbrust langsam drin sein. Zumindest die aus Holz. Sollten übrigens die Werte, die ja angezeigt werden, also die Preise zum Beispiel oder auch die einzelnen Werte, die dann teilweise im Text stehen, nicht mit dem übereinstimmen, was ihr spielt. Meine Aufzeichnungen sind jetzt Ende 2023 entstanden, Anfang 2024, dann bis ins zweite Spieljahr hinein. Und von daher ändern sich natürlich bei dem einen oder anderen Update mal Werte. Es kann sein, dass mal was teurer oder billiger geworden ist oder dass gerade beim Essen sich Werte ändern. Da gehen sie eher nach unten, leider, anstatt nach oben. So, ihr habt gesehen, ich habe mir eine Holzarmbrust zugelegt. Die zugehörigen Bolzen sollte man natürlich kaufen und beim Bogen natürlich entsprechend Pfeile, wobei da in der Grundausstattung welche drin gewesen wären, wenn ich sie nicht verkauft hätte. Ihr merkt vielleicht, dass ich hier hin und wieder rumscrolle und obwohl ich eigentlich schon relativ lange Medieval Dynasty spiele, erst im Tal und jetzt in Oxbow oder auch manchmal parallel, natürlich nicht gleichzeitig, aber trotzdem muss man manchmal gucken, wo ist denn das, was man sucht, und da sind die Reiter oben ganz nützlich. Also wenn man dann speziell nur nach Waffen sucht, kann man auch hier das raussuchen. So, ein paar Holzbolzen, genug mitnehmen, falls mir mal was Größeres begegnet, wie ein Bär, Wiesent oder so. Gerade mit Holzarmbrust oder noch schlimmer mit dem Holzbogen oder gar nicht zu raten ist der Speer. Da braucht man trotzdem einiges an Munition. Also deckt euch da am Anfang gut ein. Ich würde mindestens 20 Pfeile, wenn nicht gar 30, 40 mitnehmen, entsprechend bei mir Bolzen. Aktivieren natürlich nicht vergessen. Habe ich jetzt gerade noch nicht gemacht bei den Bolzen. Aber die Armbrust alleine oder der Bogen alleine nützt nichts und Pfeile oder Bolzen im Inventar. Ihr müsst die jeweils einmal im Inventar aktivieren, damit die zugeordnet sind. So, dann ist es vielleicht Zeit, ein paar kleine Quests zu lösen, damit man noch ein bisschen andere Einkommensmöglichkeiten hat. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, immer am Anfang der Jahreszeit zu gucken. Die meisten Quests sind lösbar hier am schwarzen Bretti, dass man die mehr oder weniger alle annimmt, gerade wenn die Jahreszeit noch ein paar Tage geht, dann hat man ja genug Zeit dazu. Von daher, man kann auch mehrere davon aktivieren und dann unterschiedlich im Menü auswählen, welcher aktiv sein soll. In der Regel wird der, den man zuerst auswählt, aktiv sein. Manchmal sind auch übergeordnete Quests noch aktiv, sodass euch die gar nicht angezeigt werden, die ihr hier annehmt. Da könnt ihr aber im Menü jederzeit den Quest aktiv schalten, der euch gerade interessiert. Dann bekommt ihr den rechts oben auch angezeigt. Das kann natürlich dann sehr
nützlich sein, wenn man bestimmte Ressourcen braucht. Dann werden die angezeigt. Und von daher, bei mir steht noch das: Bleib wachsam. Sagt, ich hatte die Pulsen noch nicht aktiviert. Das sollte man natürlich machen. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Tauben jagen. War ja einer der Quests. Praktischerweise sind direkt hier vom Stadttor einige Tauben. Muss man eigentlich nur warten, bis sie landen. Und dann kann man sich darauf konzentrieren, die Tierchen zu erledigen. Weiter den Weg hoch sind auch noch Tauben. Und wenn ihr im Dorf ein bisschen rumlauft oder in der Stadt hier, dann werdet ihr noch ein paar andere Taubenecken finden. Also die Taubenpopulation ist immer super. Da kann man immer schnell einfach Geld verdienen. Wenn man eine Weile wartet, wenn sie hochgeflogen sind, kommen sie auch wieder runter. Landen auch manchmal wirklich direkt vor einem. Sehr praktisch. Leicht zu erledigen. Was ich natürlich jetzt nicht dabei habe, ist ein Messer. Habe ich alle verkauft. Aber hier liegen ja Steine rum. Es gibt Äste. Also sammeln wir noch ein bisschen was. Und dann wird gleich ein Messer hergestellt, damit ich die Taube auch häuten kann. Das ist sehr wichtig, damit man den Bolzen wieder bekommt. In der Regel alle Bolzen, die ein Tier sozusagen abbekommen hat, bekommt man beim Häuten zurück. Bei Bären kann es zum Beispiel mal sein, die schütteln auch Bolzen raus. Da solltet ihr die Umgebung absuchen, damit ihr die dann wiederfindet. Aber erstmal das Messer hier fertig machen. Und dann ist die erste Taube gleich gehäutet. Wie ihr seht, ich mache gleich mehrere Messer. Kann durchaus nützlich sein. Die gehen sehr schnell kaputt, die Steinmesser. Also wenn man schon die Chance hat, dann sollte man einfach mehrere machen. Was ganz nützlich ist, ist, dass man sich hier sein Werkzeug, wie ich schon mit der Armbrust gemacht habe, oder jetzt das Messer und vielleicht auch gleich noch den Holzhammer, den ich dabei habe, auf Zahlentasten legt. In der Regel ist das ganz nützlich, um schnell umzuschalten, schnell etwas zu nehmen. Messer habe ich jetzt gemacht, weil ich noch keine andere Waffe hatte. So, und jetzt haben wir da zwei Tauben. Die können wir jetzt mit den neuen Steinmessern häuten. Und dann könnt ihr links oben gleich drauf achten. Da wird jetzt angezeigt, was wir da alles wiederbekommen. Natürlich das Fleisch, Federn, aber auch bei mir der Bolzen. Wenn ihr natürlich Pfeil und Bogen habt, sind das die Pfeile. Was ich noch gar nicht gemacht habe, ist trinken. Aber wir hatten ja diesen praktischen Eimer. Den nehme ich jetzt auch gleich mal auf eine Zifferntaste. Dann können wir den Eimer füllen. Der ist zwar gefüllt schwerer. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht ganz so viel tragen kann, ist das eventuell nervig. Aber man kann natürlich schön davon trinken. Wenn man genug Geld hat, sollte man sich einen Wasserschlauch kaufen. Der ist nicht ganz so schwer. Man kann allerdings auch nicht ganz so viel davon an Wasser wiederbekommen. Logisch, der ist kleiner. Und wenn man dreckig ist, wie ich gerade, dann sollte man mal ins tiefere Wasser gehen, ein bisschen rumwarten. Und wenn man rauskommt, dann ist man auch wieder sauber. So, in der Nähe gibt es ein paar Lost Places, die kann man erkundigen, die kleinen Quests lösen. Und wenn man dann ein bisschen Geld durch die Verkäufe oder die Quests zusammen hat, sollte man sich natürlich auch um seine Kleidung kümmern. Es gibt Kleidung, die für den Sommer gut ist, es gibt Kleidung, die für den Winter gut ist. Jetzt im Frühjahr kann man schon mal Sommerkleidung wie einen Strohhut anziehen. Handschuhe gehen in jeder Jahreszeit, die braucht man nicht groß ausziehen. Aber eben Frühling, Sommer eher luftig, wobei im Frühling kann es morgens oder abends dann manchmal ein bisschen kalt sein. Sollte man ordentlich drauf achten. Ja, wir haben hier schon einige Fertigkeiten oder Technologien jetzt mittlerweile freigeschaltet bei mir. Durch die Quests, die gelöst wurden oder die kleinen Aufgaben. Und damit ist das Tutorial so gut wie zu Ende, zumindest der erste Teil. Jetzt als nächstes werde ich euch mal zeigen, wie man relativ schnell einen Partner findet. Und dann auch daran übergehen, den kleinen Ort mal zu gründen, ein eigenes Haus zu bauen. Euch zeigen, was als erstes sinnvoll ist, worauf man da achten sollte, welche Gebäude man überhaupt braucht oder welche nicht. So, kleinen Schluck Wasser noch und dann geht's zu dem Platz, wo ich hoffentlich einen meiner zukünftigen Gefährten finden werde. Tipps zum Flirten und vieles andere gibt's dann in den nächsten Teilen. Also bis zum nächsten Mal. Das war Nalide.